Shalom Aleichem. Warum Menschen genießen zu reden, Lashon Hara, böse Rede, übel Rede, Schmonzes, Plotkes, nicht gute Sachen über Menschen. Was haben sie davon? Was genießen sie von dieser Zungenschlange, über andere Leute zu beißen, was die anderen haben gemacht, getan, gewirkt? Von wo kommt es? Wir werden darüber heute lernen, dass die Gedanken sind nicht die Hauptsache. Die Hauptsache, das Reden ist nicht die Hauptsache, sondern die Gedanken. Die Gedanken, die sind die Ursache und das Reden ist der Symptom. Und wir werden das Step by Step lernen und Hashem soll mir die guten Wörter dazu geben. Steht geschrieben in Vayikra Rabba, Abschnitt 33 Aleph, Rabbi Shimon ben Gamliel hat angerufen seine Diener Tovi und hat gesagt, geh in die Market und kauf mir eine gute Sache. Er ist gegangen und er ist zurückgekommen mit Zunge. Delikatesse, sagt Rabbi Shimon ben Gamliel, schön, gute Sache. Am nächsten Tag hat er ihn wieder geschickt. Er hat gesagt, jetzt bringen wir von dem Market eine schlechte Sache, nicht gute Sache. Er hat wiedergebracht, Zunge. Fragt Rabbi Shimon ben Gamliel, wieso? Sagt der Rabbi, Zunge kann sein sehr, sehr gut und Zunge kann sein sehr, sehr schlecht. Genauso Rabbi Yehuda Anasi hat einmal gemacht, seine Schüler, ein Essen-Experiment. Er hat gesagt, dem Koch soll legen auf den Tisch weiche, gute Zunge, die gut gekocht und weich, und harte und schwere, die noch zäh und noch nicht essbar. Und natürlich, alle Schüler haben genommen, die vorbereitete, die gekochte, die schmackhafte, die weiche, die warme, die angenehme. Und Rabbi Yehuda Anasi hat gesagt, warum nehmt ihr nicht von die harte? Jeden Mensch will, soll man über ihm reden, schön, weich, angenehm. Und er will, soll man über ihm reden, hart und schlecht und negativ. Jeden Mensch will das, genauso macht das über die andere. Aber nicht nur das, muss man auch über die anderen edel sprechen. Vielleicht, ein Vorschlag von mir, vielleicht darum hat Avraham Avinu, unser Vater, hat seine Gäste serviert Zunge mit Senf. Und hat gesagt, Zunge kann was ganz, ganz schmecken, aber kann auch ganz sehr scharf und paparonisch sein und dem anderen verbrennen. Jeden Mensch hat Sehnsucht und Wille und Wunsch zum Edelkeit, zum Bescheidenheit, zum guten Wörter, zum Wörter, die salben die trockene und die ängstliche Seele. Jeden Mensch will hören Wörter mit Sinn. Und das ganze Leben gibt doch zu, fast alle guten Sachen oder alle Probleme sind abhängig von der Zunge. So wie es steht geschrieben, Tod und Leben liegen an der Zunge. Und König David hat uns schon gesagt, wer will lang leben? Der seinen Mund und seine Zunge aufpasst, der überwacht seine Zunge, überwacht sein Leben von Zarot. Shomer pivu leshano, shomer mit Zarot nafsho. Also die Zunge kann sehr bösartig sein. Nicht nur das, was gibt die Zunge dem Power? In Talmud, in Psachim steht geschrieben, dass es war einmal eine Kohen und er wollte beschreiben, dass jemand ist sehr geizig und er hat ihm gegeben ein Stückel Fleisch. Aber wie kann man sagen klein? Kann man sagen klein wie eine Kerne von Weizen? Kann man sagen klein wie eine Linse? Aber der hat gesagt, ich habe so ein kleines Stück bekommen wie ein Schwanz von einer Eidechse. Und gleich hat man gesehen, dass es keine koschere Kohen. Also der hat ein Psul in die Juchsin. Er ist nicht, wie man sagt, glatt koschere Kohen in seiner Abstammung. Also wenn ein Mensch drückt sich aus, hart, nicht gut, es zeigt etwas auf seine Menschlichkeit. Wenn jemand sucht Schiduch, einen guten Partner, Mädel oder Junge für seine Kinder, soll er suchen eine Mischpuche, die reden schön über andere Leute, nicht hart, nicht diskutieren, nicht hartnäckig, nicht rechthaberische Leute. Es ist immer besser. Dadurch garantiert es, wenn sein Nach ist. Nicht Familie, die ganze Zeit ta 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 ta
und diskutieren. Das kann sein gut, aber es kann auch sein sehr schlecht. Aber es gibt ein riesiges Geheimnis und das ist unser Thema heute. In Hasidismus gibt es ein Gesetz. Dieses Gesetz heißt, jeden Gedanke, wenn sie ist schlecht, sie wird nicht bleiben beim Gedanke. Sie wird kommen unbedingt früh oder spät an die Zunge. Die Zunge ist nur ein Symptom von der Ursache von den Gedanken. Und da ist die Neigung zum Tun. Das heißt, es gibt drei Levushim, drei Kleider, so wie es steht geschrieben in Tanja. Machshove, Denken, Gedanken, Dibur, Reden, Sprechen und Maise, Handlung, Tat. Jeden Gedanke, den du hast im Kopf, sie wirkt, sie ist die Samen, sie ist die Kerne vom Reden. Der Mensch wird reden, das, was er hat gedacht. Er wird nicht reden, etwas, was er hat nicht gedacht. Oder er wird denken, oder er wird reden, ohne zu denken, dass das, was er sagt, ist falsch, ohne Bremse. Das heißt, das Reden ist ein Ergebnis. Und es gibt in dieser Welt Menschen, die uns ärgern, nerven. Aber die Torah, wenn sie gibt Lösungen, sie gibt Lösungen, nicht wie eine Cortison oder Bandage, Lokalproblem. Sie sagt, das Problem ist in die Ursache, in die Gedanken. Und das wollen wir ein bisschen heute lernen. Das heißt, ein Mensch, der will achten auf seine Zunge, soll achten bitte auf seine Gedanken und steuern, dass er in seinem Kopf nur gute Gedanken hat. Rabbeinu Nissim von Gerona, einer von den Rishonim von mehr als 800 Jahren, sagt in seinem Buch Drashot Aran, dass die Weihrauch Samemanim, es war auch ein nicht schöner Geruch in diese Zähne. Das heißt Galbanum. Diese Galbanum ist schlecht. Sag daran, negative Sachen tun dir schlechter. Wenn jemand redet über uns schlecht, seine Aufgabe ist, uns gut zu machen. Das ist schon seine Aufgabe. Das ist seine Aufgabe, so wie es steht geschrieben bei einer Frau. Gefunden hilft dem, gefunden nicht gegen ihn. Das heißt, auch die Sachen, die gegen uns, sie helfen uns. So wie es steht geschrieben, dass wenn eine Gazelle ist schwanger, kommt eine Drakon, so eine bestimmte Schlange, und er beißt sie und da kriegt sie den Geburt. Jeder, der uns beißt, jeder, der uns quält, jeder, der über uns redet, es bringt uns zu denken, zu überlegen, warum, wieso, wozu, weshalb. Und nicht nur uns zu kränken, sondern versuchen zu sehen, was können wir tatsächlich verbessern. So wie Jakob und Laban, der Baal Shem Tov hat gesagt, jeder, der uns was nicht Schönes tut oder macht, er ist geschickt von Hashem, um uns etwas beizubringen. Weil jeden Mensch hat seine Farbe und seine Nitzotzot. Was heißt das? Auch wenn Jakob geht beim Laban ist er da, Tikkunim zu machen in jedem Glück soll sein auch ein bisschen Unglück, um zu wachsen. Diese negative Sachen helfen uns am Leben, wie man sagt, zu konfrontieren und wachsen zu lassen. Sonst ist alles gleichgültig. Es war am 28. Iyar, Rav Shlomo Goren ist gestanden beim Klagemauer und er hat gesagt, Hallel, dass die Klagemauer, dass die Kotel am Aravi ist in unsere Hände. Es war neben ihm ein Soldat, Israel Ariel, und er hat geweint. Er hat gesagt, warum weinst du? Er sagt, ich sage Tachnun heute. Er sagt, aber heute ist ein Tag von Freude. Er sagt, für dich ist Freude. Und für mich ist ein Tag, wo viele Freunde sind gestorben. Was lernen wir davon? Dass jeden Mensch muss dem anderen auch verstehen, dass jede Meinung in dieser Welt ist ein Ergebnis zum das, was der Mensch hat erlebt. So ist das. Und wenn ein Mensch anders denkt als du, du sollst nicht verlieren dem Rahmen und sollst tolerieren und verstehen, dass andere Menschen denken, es gibt 12 Stämme. Jede Synagoge braucht 12 Stämme, so wie bei mir, gerade vor meinen Augen. Warum? Um zu sehen, dass es gibt verschiedene Menschen und es ist vielfältig. Einmal ist gekommen zu der Rebbe von Abta eine Frau, die hat nicht koscher benommen. Sie war eine Prostituierte. Und gleich, wenn sie ist gekommen zu der Rebbe von Abta, der hat mit sie geschimpft, schäm dich doch, du machst solche Sachen, sagt sie, Rebbe, pass mal auf. Gott weiß schon jahrelang, was ich mache. Und er hat niemand erzählt. Und sie, beim ersten Begegnung, schon schimpfen sie mit mir über das, was sie haben gehört von anderen Leuten.
Reden über andere Leute, auch über ihren Moral, ist schlimmer als diejenigen, die sündigen. So steht geschrieben in der Gemara. Weil diejenigen, die sündigen, die machen einen Fehler. Sie haben einen großen Trieb, sie haben eine große Jezera, sie kann das nicht überwinden. Aber du, wenn du redest über andere Leute, was hast du davon? Das ist genauso wie eine Schlange. Was für einen Vorteil? Was gewinnt er, wenn er redet über andere Leute Schlechtes? Aber wenn jemand hat über dich was Schlechtes gesprochen, sollst du wissen, bei jedem Gebet hast du eine Möglichkeit, zu Hashem zu beten. Das ist ein Gebet von Rav und Ravina. Und sagen Hashem, bewahre meine Zunge vom Schlecht. Bewahre meine Zunge vom Plotkes, vom Übelrede, von schlechter Rede. Und diejenigen, die mir nicht Gutes wünschen, soll ihre Mund soll bleiben, stopp, sollen sie nicht reden. Und die alle, die über mich denken, übel, schlecht, soll schnell wie möglich ihre Gedanken, ihre Plan, ihre Idee soll annulliert werden. Und deshalb müssen wir wissen, dass auch negative Sachen, die bei uns gesprochen wird, ist auch ein Zeichen, dass der Mensch ist wichtig. Ein Schlimassel hat keine Konkurrenten. Wenn ein Mensch ist ein Schlimassel, niemand redet von ihm. Wenn ein Mensch hat einen gewissen Erfolg in seinem Leben, gleich erweckt das Kritik oder Neid oder Missgunst oder wahre Kritik, was muss der Mensch verbessern? Ist auch legitim, die Sache ist nur die. Willst du jemand was sagen? Sag es ihm Liebe direkt. Sag ihm es ihm direkt, das wird ihm sehr gut tun. Eine von meiner Familie hat vor ein paar Wochen etwas getan, ohne viel verantwortlich. Und es gibt so die Familiengruppe. Habe ich geschrieben, privat, du bist mir wichtig, das, was haben sie gemacht, das war ein Fehler und nicht nach meinem Geschmack. Oh, vielen Dank, danke, dass sie mir das mit so viel Ehre und Respekt privat sagen. Was willst du? Dem anderen in Grunde bringen oder dem anderen erheben? Wenn du willst, dem anderen in Grube bringen, durch deine Plotkes, durch deine Reden, es wird alles kommen auf dir, Karma, Boomerang zurück. Wenn du willst, dem anderen helfen, soll er wirklich seine Sache besser machen, besser tun, Chapeau, Kol HaKavod, schreib ihm direkt, ruf ihm an und sag ihm, das und das wäre besser, dass sie das so und so machen. Und damit, die Sache ist gut. Schlussfolge. Gute Gedanken. Positive Gedanken. Gut über Menschen zu denken. Jeden Mensch hat verschiedene gute Punkte in ihm. Wenn du über Menschen guckst, mit gläsernen Augen, so wie du guckst auf deine Kinder, die Welt wird sein viel schöner. Auf deine Kinder kannst du viel Toleranz und viel Liebe und viel Ermäßigung und viel leichter Sachen denken. Genauso versuch zu denken über andere Leute. En tzadik baret asher yaseh tov velo yechtah. Es gibt nicht in dieser Welt vollkommene, vollständige Tzadikim. Nicht jeder ist Lubavitcher Rebbe oder Reb Chaim Kanievski. Normale Menschen haben Yetzer Tov, Neshama Elokit, und sie haben Nefesh Be'amit, Animale Seele und Yetzer Hara. Und Yetzer Hara kann jeden Mensch, wie man sagt, ziehen zum negativen Sachen. Aber reden darüber, diskutieren darüber. Wenn Leben von jemand anders sind dir interessant als dein Leben, dein Leben sind falsch. Es gibt nichts Schöneres als mein Leben. Es gibt nichts Schöneres, als wie es mir geht. Man redet über andere Leute oder wenig oder Gutes. Soll man von denen lernen, wenn sie was Schönes machen. Aber negativ, es ist no go. Insbesondere zu Hause. Insbesondere am Schabbes. Insbesondere am Schabbestisch. Man redet über niemand. Nicht über die Gemeinde. Und nicht über den Rabbiner und nicht über den Chasen. Man redet nur positive Sachen. Die Kinder haben ein Ohren von Elefant. Und das, was wird gesprochen zu Hause, es ist die Erziehung, was du gibst, deine Kinder. Du kannst predigen bis 120. Hashem ist meine Zeuge und meine Kinder auch. Es wurde bei mir zu Hause, an meinem Tisch, noch nie, nie etwas nicht Schönes gesprochen, irgendeine Rabbi von irgendeiner Strömung in dieser Welt. Nie. Warum? Weil ich wollte meine Kinder erziehen. Man redet nicht negative Sachen über Chachamim.
über Weisen, über Tzadikim, ob ich Kritik habe? Ja, ich habe. Ob ich darüber denke? Ja. Aber in dem Moment, wo man sich diszipliniert und man sagt, es gibt Tabu, sag nichts, etwas Negatives über Tzadik, vielleicht hat er bei Nacht schon Tshuva gemacht. Und steht geschrieben, sei vorsichtig mit dem Urteilen, die Tora gelehrte, weil Neshichatam, Neshichat, Saraf, sie können dir beißen, auch zurück wie eine Schlange. Wer will sich mit Feuer spielen? Red nicht über andere Leute, red über dich, dir, guck über deinen Teller, guck über gute Sachen. Oder erzähl was Gutes über den anderen. Aber das Allerwichtigste, denken gut, haben wir gesagt, Schkoyach.